Uns wird in etwa ein Budget von 2,2 Millionen zur Verfügung stehen, dem wir in der Lage sind, in die Mannschaft zu investieren. Ich bitte Sie auch an dieser Stelle bei der Begriffsdefinition dann auch zu sehen, was damit gemeint ist, weil viele sprechen vom Etat, meinen damit aber den Gesamtetat eines Vereines. Andere reden über wiederum einen Etat, meinen damit aber nur den Spieleretat. Mit dieser Zahl, die ich gerade genannt habe, meine ich nur den Spieleretat. Das heißt, das ist die Position, die ein Verein aufbringt und aufbringen muss, um den Spielbetrieb darzustellen. Lassen Sie mich noch etwas auch sagen zum Vorverkauf, also das, was sich im Moment rund um die neue Saison abspielt. Wir werden oder haben oder erleben im Moment den besten Vorverkauf seit 20 Jahren. Also wir haben mehr als 1000 Dauerkarten schon verkauft und mit steigender Tendenz. Und die Entega-Tribüne ist mehr oder weniger ausverkauft. Wir konnten also auch in den letzten 3 Jahren haben wir unsere Werbeeinnahmen fast vervierfacht. Auch das soll an dieser Stelle mal gesagt werden, weil so etwas kommt ja nicht von ungefähr. Alle Spieler, die wir bisher verpflichtet haben, die haben ein riesiges Potenzial, bringen entweder auch sehr viel Erfahrung mit oder ja, auch nicht nur von der Ausbildung her, sondern auch den entsprechenden Hunger und die notwendige Gier, die man haben muss, um ganz nach oben zu kommen. Und da bieten wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute Bühne und eine sehr gute Plattform. Beim Fuhrt war es so, wir hatten ihm ein Angebot unterbreitet, wiederum aus unserer Sicht ein faires Angebot. Fuhrt hat dieses Angebot abgelehnt. Wir haben uns natürlich dann etwas intensiver auf dem Markt umgehört und haben dann mit der Verpflichtung von Michael Stegmeier mit einem linken gelernten Außenverteidiger natürlich eine Verpflichtung tätigen können, die aus meiner Sicht sehr erfreulich ist. Dementsprechend ist das Thema Fuhrt-Brigage dann auch am Tisch. Wir werden jetzt die nächsten Tage Ronny Surma hier im Training haben, der wird heute dabei sein. Das ist kein Probetraining, ich kenne den Jungen. Ich möchte ihn halt in den nächsten Tagen persönlich etwas besser kennenlernen, der in Babelsberg schon 2 Jahre in der dritten Liga gespielt hat. Und ich glaube, vom Profil her passt er ganz gut zu uns und wir werden auch den einen oder anderen Probespieler hier im Training sehen und werden dann in aller Ruhe entscheiden. Vielleicht ganz schnell, vielleicht aber werden wir uns auch nochmal die nächsten 2, 3, 4 Wochen Zeit lassen. Was ist der Eltern? Ich habe es jetzt nicht. In Offenbach sagte man, er ist zu verletzungsanfällig, ja. Deswegen dann auch zu teuer, ja. Und er mache das Spiel zu langsam, obwohl er ein feiner Techniker ist. Ich glaube, dass der Eltern nicht verletzungsanfällig ist. Ja. Er hat letztes Jahr, glaube ich, 24 Einsätze nachweislich, wo Asien gespielt hat, was immer. Gut für Offenbach. Ja, Elton hat viele Assists letztes Jahr produziert, hat glaube ich auch 7 Treffer erzielt. Ist ein sehr erfahrener Spieler, hat einen sehr, sehr guten linken Fuß und wohnt in Darmstadt, hat in Darmstadt schon gespielt, ist ich glaube mit einer Darmstädterin verheiratet. Also er bringt vom Profil her vieles mit. Ich schätze den Elton sehr, er ist ein Profi durch und durch. Dementsprechend glaube ich, dass Elton wird und wir werden auch einen Elton.